Hallo und damit willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101 in der Konda-Wüste. Direkt hier nahtlos weiter zur letzten Folge, wo wir hier schon mal angefangen haben, so eine kleine Sammelquest zu machen. War auch sehr erfolgreich, wir haben nichts bekommen. Ja, das scheint wieder eine von diesen richtig nervigen Quests zu sein. Weil, ja, wir müssen hier 4 Sachen sammeln. Wir haben 0. Mal gucken, ob wir das hier jetzt gegessen kriegen oder ob es jetzt 3 Stunden dauert. Wie dem auch sei, es gibt wieder ein neues Event jetzt hier. Nämlich Bestienmond, glaube ich. Ja. Die Bestienmondjagd ist jetzt wieder dran. Jo. Aber irgendwie ist es auch nichts Besonderes mehr. Also ich finde Bestienmond cool. Ist ein schönes Konzept eigentlich. Gefällt mir. Aber, ja, muss ich jetzt auch nicht ständig machen. Das kann man mal in irgendeinem Stream oder so mal machen. Oder wenn man mal gerade nichts zu tun hat. Aber wir haben viel zu tun. Wir haben einiges vor uns. Bestienmond kann wann anders gemacht werden. Boah, kritisch, hallo. Ja, wobei, macht trotzdem bloß 200 Schaden. Ich trinke gerade nebenbei lautstark in mein Mikrofon rein. Das ist auch schön. Oh, warum ist denn das so warm jetzt hier plötzlich in meinem Zimmer? Oder in meiner Wohnung besser gesagt. Was ist denn hier los? Plötzlich irgendwelche Sahara-Winde hier drin. Och, Mann. 1 von 4. Das wäre ja alles noch weniger problematisch, wenn das nicht Feuergegner wären. Ja, ist aber leider so. Und dadurch dauert das alles ein bisschen länger. Warum muss die Sammelquest jetzt wieder so bescheuert sein, hä? Weißt du, es gibt ja auch gute Sammelquests, so von wegen so, ja, wo du 2 Kämpfe machen musst, dann hast du dein ganzes Zeug zusammen. Wir haben 2 Kämpfe gemacht und haben gerade mal ein Viertel von der Quest jetzt geschafft. Hä? Ach, das wird noch lustig hier. Ist Divim noch da? Ja, ist er. Ja, aber mit Meteoriteneinschlag angreifen brauche ich gar nicht versuchen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ach Mann. Das ist ja so krass, ne? Es gibt ja dieses Amulett von der Dragonerrüstung, wo du dann für 4 Pips einen Feuerdrache machen kannst. Alter. Och, Jungs. Das wird eine nervige Folge, ich sehe es schon kommen. Verdammt nochmal. Wann kommt denn die Folge überhaupt raus? Donnerstag kommt die Folge raus. Oh. Wenn die Folge rauskommt, habe ich an dem Tag jetzt eine wichtige Prüfung geschrieben. Ich bin aufgeregt, ich hoffe, ich habe sie bestanden. Ah, also, wenn die Folge rauskommt, werde ich es dann schon wissen. Aber jetzt sitze ich noch aktuell hier und bin voller Aufregung. Oh Gott. Naja, wird sich zeigen, wobei ich eigentlich guter Dinge bin, aber ich... Wir werden sehen. So, bitte dropp mal mehr als einen. Ach du Scheiße. Geht's noch? Liebes Wizard101 Entwicklerteam, geht's noch? Nicht gefunden? Ich glaub's nicht. Das wird meine Nemesis werden, diese Quest hier.
Ich hab grad was sehr Verstörendes auf Discord kurz gesehen. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ach Mann, ey. Wenn ich jetzt jemanden, wenigstens irgendwen dabei hätte. Damit das schneller gehen würde. Aber wenn du drei Gegner hast, dann hast du natürlich eine höhere Drop-Chance, als wenn du nur zwei Gegner hier drin hast. Ne, ist klar. Hm. Prisma ist da. Hm. Vielleicht hätte ich die Quest doch offscreen machen sollen. Aber man kann es ja nicht vorher wissen, ne? Ich dachte so, ja, okay. Ist zwar eine Sammelquest, die sind immer schlimm, aber ich dachte, okay, vielleicht geht die ja wenigstens. Weil die letzten Sammelquests, die wir hatten, die gingen eigentlich auch klar. Aber nein, geht sie nicht. Geht sie absolut nicht. Wir haben jetzt die Hälfte. Jetzt erst. Oh Mann, ey. Das ist nichts für meine Nerven. Muss ja noch eine E-Mail schreiben, fällt mir ein. Mein Geschirrspüler geht nämlich nicht mehr. Ist sehr angenehm, das Ganze. Uah. Weil, naja, von Hand aufwaschen ist schon scheiße. Also es geht schon, man kann es machen, aber das jetzt hier länger zu machen als nötig, habe ich auch nicht unbedingt Bock drauf. Könnt ihr euch, denke ich, vorstellen. Deswegen werde ich dann mal schnellstmöglich jetzt hier was dagegen unternehmen. So, Prisma ist drauf, Klinge ist da, zweite Klinge noch und dann greifen wir an. Dann haben wir vielleicht drei von vier Dingern gesammelt, vielleicht aber auch nicht. Warum wird es morgen eigentlich? 34 Grad. Oh, und zum Tag der Prüfung 36 Grad. Na, herzlichen Glückwunsch. Alter, das ist so gescriptet. Das ist so gescriptet. Das ist schon die ganze Zeit dasselbe Muster. Du machst einen Kampf, da kriegst du gar nichts. Dann machst du noch einen Kampf, da kriegst du dann wieder ein Teil. Dann wieder nichts, dann wieder eins. Genau dieselbe Reihenfolge, die ganze Zeit. Du kannst mir nicht erzählen, dass das eine Drop-Chance ist. Das ist doch absolut gescriptet, dieses ganze Ding hier. Hm, genau, direkt mal ein Ifrit. Ich gehe am Stock, ey.
Ja, danke Luna. Und nochmal danke. Wenigstens sie lässt mich nicht in... Oh, lässt mich nicht im Stich. Jetzt sind plötzlich ein paar Leute online. Was hat er denn für eine Waffe hier dran? Warte mal, das gucke ich mir gleich an. Es sieht sehr interessant aus. Ach so, das ist das Schwert von Ioni. Gut, ja. Das sagt mir natürlich was. Ich finde das so praktisch, dass man mittlerweile hier einfach in diesem Menü nachgucken kann, wo man bestimmte Ausrüstungsteile gedroppt kriegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Schatzmaul, das mit der auch von Schatzmaul haben will, dann kann ich hier gucken. Um. Schand von Schand in Düstermoor. Es ist schon ein praktisches Feature, muss man sagen. Gerade auch wenn man so. Oh Mann. Gerade auch wenn man so kosmetische Items sich mal angucken will. Wie irgendwelche Frisuren oder irgendeine Rüstung, die einfach cool aussieht. Ist das schon echt nice. Von 4. Wer hätte das gedacht? So Leute, wetten, dass wir jetzt nochmal 2 Kämpfe machen müssen, bis wir die Quest abgeschlossen haben? Ich würde locker um 50 Euro wetten, dass wir jetzt beim nächsten Kampf wieder nichts bekommen. Weil das einfach nur Betrug ist, das ganze Ding hier. Es ist einfach Betrug. Ich dachte mir gerade so, geil, vielleicht können wir ein bisschen Story machen, vielleicht kriegen wir ein bisschen Fortschritt. Ne, kriegen wir nicht. Kriegen wir definitiv nicht. Ist das alles unnötig hier? Am besten kommt jetzt auch noch ein Ifrit da von dem anderen Typen. Wir blocken aber sehr viel, ne? Muss ich ja mal sagen, dafür, dass wir jetzt auch nicht so viel Block haben, blocken wir schon relativ häufig eigentlich. Wenn die Gegner mal kritisch treffen. Und ihr könnt mir jetzt alle 50 Euro geben. Alter, ich glaube es nicht. Es kann wirklich nicht wahr sein. Die ganze Quest ist die ganze Zeit schon nach demselben Muster am Laufen. Junge, es sind 15 Minuten schon rum und wir machen die ganze Zeit nichts außer diese Quest. Das gibt es doch einfach nicht. Ja, schön. Finde ich super. Hm.
Meine Güte. Lalalalalalala. Was? 39 Grad? Ne, hier zum Glück nicht. Gut. Das wär's noch. Ey, cool, es ist 0 Uhr. Frohes Neues oder so. Ja, ist schon wieder eine Nachtaufnahme geworden, leider Gottes. Keine Ahnung, ich bin immer so müde, wenn ich ankomme zu Hause nachmittags. Aber bei heute lag es eher daran, dass ich Sea of Thieves gespielt habe. Muss man ja dazu sagen. So, jetzt noch eine Runde und dann ist dieser Schwachsinn hier hoffentlich gegessen. Die Leute gehen hier ein und aus irgendwie. Dankeschön. Junge, Junge, Junge. Also für die Quest kann man echt ein Ticket einreichen. Das gibt's nicht, ey. Jo, Mann, ey. Lol, was ist das denn? Aktionspaket Geistnebel und Elementarnebel. Die sind auch neu, oder? Die gab's, glaube ich, vorher nicht. Das ist immer so seltsam. Da sind diese Reittiere drin, das sind die Reittiere aus den Juwelenpaketen, die sind auch relativ cool, ich mag die. Ich habe selber, habe ich bloß den, was habe ich denn selber? Ich habe den Balance-Nebel, den Lebensnebel und den Todesnebel, glaube ich. Ich finde es nur mal so ein bisschen seltsam, dass dann in jedem dieser Aktionspakete, ist euch das mal aufgefallen? In jedem dieser Aktionspakete ist so richtig random irgendwie noch so ein Mega-Futterpaket mit reingeschmissen. Warum auch immer. Warte mal, gibt es noch andere Aktionspakete, wo wir das mal nachgucken könnten? Der Sonnensäbelzahn, der ist echt schön. Ich mag den. Ach Mann, gibt es jetzt hier nicht irgendwelche Aktionspakete, wo ich das mal überprüfen könnte? Wow. Aha, das ist ja interessant. Die 50.000 Gold kosten jetzt mal nicht 24.000 Kronen, sondern 2.700. Das ist wenigstens ein Preis, der realistisch her ist. Ist immer noch zu viel und immer noch etwas, was man absolut nicht machen sollte, finde ich. Weil es einfach so schnelle Methoden gibt, Gold zu farmen, ohne da jetzt irgendwie hier Kronen reinzupumpen. Aber wenigstens sind das mal humane Preise. 24.000 Kronen, wisst ihr, wie viel Euro das sind? Für 50.000 Gold, damit kannst du nichts machen. Was für ein Glück. Unfassbar. Josua-Samen, golden und wohlig duftend. Saulus Wohlweis sagt, wir müssen den Suraldin nun zubereiten. Es ist eine große Ehre, die nur denjenigen Springern zuteil wird, die gerade erwachsen geworden sind. In unserem Suraldin fehlt nur noch das Jaspispulver. Saulus Wohlweis kann den Jaspis zermahlen. Aber woher nehmen wir ihn? Na, vielleicht von diesen Gegnern nochmal? Ganz einfach. Oh Mann, ich glaub's nicht. Von den Totenstelzern, die in der tiefen Wüste leben. Sie machen sich aus dem Jaspis Schmuckreife. Nehmt ihnen ein paar davon ab und bringt sie zu Saulus Wohlweis. Ich brauch gleich einen Arzt. Ich brauch wirklich gleich medizinische Hilfe. Totenstelzer, natürlich. Wir machen jetzt mal einen Kampf und gucken mal, schon mal im Vorausblick auf die nächste Folge, ob die uns das droppen oder nicht.
Immerhin sind das jetzt keine Feuergegner. Ja, dann sollte es ja jetzt ein bisschen schneller gehen. Also, es geht definitiv ein bisschen schneller. Aber wenn die Quest genauso gestört ist wie die andere, dann gute Nacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Man darf gespannt sein. Okay. Immerhin, schon mal ein Drittel der Quest geschafft. Ah, und hier hinten geht es dann wahrscheinlich da hinten geht es dann wahrscheinlich zum Sonnenbogen weiter. Ach ja, da hinten sehen wir ihn noch schon hinter der Felsspalte. Spoiler-Alarm. Alles klar, Leute, dann haben wir jetzt eine absolute Qual hinter uns gebracht. Hoffentlich wird es in der nächsten Folge ein bisschen besser. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Thank you.